aufmerksam geworden. Auf Uruguay bin ich durch den äußerst außergewöhnlichen Staatspräsidenten, wahrscheinlich bescheidensten Staatspräsidenten der Welt, der ohne Krawatte und nicht im Präsidentenpalast, sondern auf seinem kleinen Hof wohnte, mit seinem faulen Käfer und Traktor im Garten, der aber das Land mit seiner Frau zusammen weitergebracht hat, der bis 97% von seinem Präsidentengehalt für humanitäre Zwecke ausgab und manchmal seine Frau anpumpen musste. Uruguay ist ein kleines, lateinamerikanisches, sehr grünes Land mit etwa 3,5 Millionen Einwohnern. Die meisten in Montevideo und in den Küstenregionen. Hauptsprache ist Spanisch. Das Land ist 4,2 Mal so groß wie die Schweiz oder Österreich und Ungarn zusammen. Das Landesinnere ist sehr grün und dünn besiedelt. Viel Weidewirtschaft mit allerdings einschleichender Sojaproduktion. Die Jahrestemperaturen liegen zwischen 12 im Winter und 32 Grad im Sommer. Regen fällt eigentlich jeden Monat und dies gleichmäßig verteilt über das ganze Land. Im Schnitt etwa 1000 Millimeter. Uruguay hat sich als sehr grünes Land gezeigt, mit immer wieder vielen kleinen Seen und Bächen. Im Landesinneren hat es einen sehr großen, weit verzweigten See. So groß wie unser Bodensee in der Schweiz. Ich habe dieses Land bereist, auf der Suche nach einem Platz für ein visionäres Ökoprojekt. Ein Ort, wo es noch Platz hat und von engen Gesetzen und Normen nicht alles durchgeregelt ist. Platz für grundlegende, nützliche Innovationen aufzugleisen. Ich bin überzeugt, in dieser extensiven Weidewirtschaft sind die Böden sehr sauber oder überhaupt ohne Chemie, weil es gar nicht möglich ist, in dieser Größe Chemie einzusetzen. Ich denke, man kann neben fast jedem See oder Bach graben und man hat sauberes Wasser. Anders, denke ich, wird es dort sein, wo Soja und andere intensive Landwirtschaft anrückt. Lieber etwas weniger guten Boden mit Steinen und Felsen, wo die intensive Monokulturlandwirtschaft langfristig kein Interesse hat. Dort ist landschaftlich auch alles viel schöner. Für kleinräumige Landwirtschaft reicht der Boden zwischen schönen Felsen vollumfänglich. Solcher Boden ist auch nicht so teuer.